Gegen 10 Uhr wurden die Rettungskräfte im Großaufgebot in den Norddeicher Hafen gerufen. Eine Mercedes A-Klasse sollte mit Vollgas in das Hafenbecken gefahren sein. Sowohl die Feuerwehr Norden als auch die DLRG sowie die DGZS suchten nach dem Fahrzeug. Wie der PKW in das Hafenbecken gelangen konnte, ist bislang ungeklärt. Neben zahlreichen Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, denn niemand wusste genau, ob und wie viele Personen sich noch im Fahrzeug befanden. Nach ca. 45 Minuten konnte der PKW gefunden und geborgen werden. Schließlich herrscht traurige Gewissheit. Ein 78 Jahre alter Mann wurde tot in seinem Fahrzeug aufgefunden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu diesem Vatertagsdrama kommen konnte.